wütenden, schweren Unruhen in der beliebten Urlaubsdestination in Seen a severe escalation of street fighting and heavy bombardment. Berichtet, hat der Präsident nach der Stürmung des Außenministeriums hat eine Reisewarnung der höchsten Stufe ausgesprochen. Regierungsplan sollen die letzten EU-Bürger, die sich noch im Lande aufhalten, schnellstmöglich. Unruhen wurde die Lage am Flughafen immer. Gibt es Befürchtungen, dass sich auch noch Österreicherinnen und Österreicher im Krisengebiet aufhalten? Wir befinden uns hier in der Vorbereitung zu einer Evakuierungsoperation, weil Österreicher aus einem unsicheren Drittland evakuiert gehören. Ja, ein Szenario ist eigentlich das ähnliche wie in Afghanistan oder im Sudan. Dort wurden ebenfalls Evakuierungen durchgeführt, natürlich auch in Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Mein Name ist Bloder David, Dienstgrad Stabshofmeister. Bin beim Jägerbataillon 17 in Strasse in der Steiermark Zugskommandant. Der Bondur Evolution ist zurzeit das modernste Gefechtsfahrzeug beim österreichischen Bundesheer. Zeichnet sich aus durch den hohen Minenschutz und durch die hohe Mobilität im schwierigen Gelände. Medevac ist die medizinische Evakuierung aus dem Ausland, beginnend von Verletzungen, die im Ausland nicht versorgt werden können, bis hin zur intensivmedizinischen Betreuung durch unseren Intensivcontainer mit der Herkules. Mein Name ist Hauptmannarzt Dr. Marion Stiasny. Ich bin seit 2017 in der Feldambulanz Hörsching. Ich bin Facharzt für Allgemeinchirurgie. Im Vorhinein werden wir Jakobmann-Soldaten dort mit dem Fallschirm abspringen, die Landezone quasi zu sichern. Und danach werden wir unseren Einsatz beginnen, die Österreicher in diesem Land zu evakuieren. Also das Jagdkommando ist die Spezialeinsatzkraft des österreichischen Bundesheers. Wir sind befähigt, Spezialeinsätze mit strategischem Ausmaß für das österreichische Bundesheer im In- und Ausland durchzuführen. Wir sind mittels Transportflugzeugen hier angelandet. Hier das Szenario war, das Flugfeld wurde von Bandur gesichert. Der Sand Bandur ist einfach eine zusätzliche Variante von Bandur Evolution. Die verletzte Zivilperson wurde hier von der Ärztin, der Herkules, übernommen. Wird weiter versorgt und nach Österreich verbracht. Man schaut, dass man den Patienten vorher stabilisiert, wie Intubation oder eben ein zentraler Zugang und solche Sachen, damit man dann einfach wirklich in der Luft keine bösen Überraschungen erlebt. Im Rahmen einer Evakuierungsoperation ist es natürlich wichtig, die Österreicher, die gefährdet sind, so schnell wie möglich zu evakuieren. Ja, in erster Linie probieren wir, jede Situation zu deeskalieren. Und wir handeln nur unter der Voraussetzung Notwehr und Hilfe und gehen jeden Konflikt aus dem Weg eigentlich. Ja. Oder wie jetzt letztlich Erdbeben in der Türkei. Ja, natürlich sind wir da genauso gefragt. Da war ein Kollege zum Beispiel von mir unten, auch ein Chirurg, der hat dann letztendlich den Patienten retten können, indem er vor Ort amputiert hat. Zurück in Österreich kann der Verwundete dann sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Man hofft natürlich, dass man selbst so etwas nie braucht, aber im Ernstfall kann einem das Leben retten.